Das zentrale Prekariat heißt selbst. Sein ist ein Adjektiv, kein Verb. Wenn Kultur Natur zerstört, ist das nichts Schlimmes oder Schlechtes. Das allgemeine Kriegsgebiet heißt Leben. Es ist nur Natur, die Natur und selbst. Alle Worte sind metaphorisch. Sein Leben heißt Kollaboration. Alles ist Sex. Kultur bedeutet Ausrottung. Überlebt werden muss trotzdem. Sein Text ist ohne Subtext und Meta-Erzählung. Kultur ist Natur. Jede Fundierung von Ideen ist ein Treibstern. Technik ist Natur. Jeder Glaubenssatz des Wissens ist gewaltsam und totalitär. Die Implosion des Denkens, die eine Verzweiflung des Fleisches ist. Die Theorie muss radikal sein. Die Verzweiflung des Fleisches. Denn der Diskurs ist ein Kriegsschauplatz, ein Schlachtfeld. Technik ist die bessere Natur. Alle Existenz ist ein langsames Sterben. Und was ist eine Person? Was der Wille nennt, nenne ich ultimativer Parasit. Was ist Freiheit? Es ist die Natur der Natur, dass es beide nicht gibt. Tod ist wahr. Und was ist eine Person? Es ist die Natur der Natur, dass es beide nicht gibt. Und was ist eine Person? Das zentrale Prekariat heißt selbst. Und was ist eine Person? Es ist die Natur der Natur, dass es beide nicht gibt. Und was ist eine Person? Das zentrale Prekariat heißt selbst. Das zentrale Prekariat heißt Und was ist eine Person?